Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich war mal wieder ein bisschen fleißig und habe uns hier ein bisschen Platz geschaffen. Mann, war das eine Arbeit. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Höhenunterschied so krass ist. Ich gehe gleich mal hin, dann sieht man es besser. Ich hole mir bloß mal schnell noch die Nixe hier. So, ran mit dir. Vielen Dank. Ist krass, ne? Eigentlich sah das ja alles relativ eben aus, aber wenn man jetzt mal guckt, was das für ein Höhenunterschied ist, hätte ich im Leben nicht gedacht, aber wir haben jetzt endlich ein bisschen Platz, sodass wir unsere Base erweitern können. Und hier an der Base hat sich auch ein bisschen was geändert. Man sieht es hier schon leicht durchschimmern. Und zwar haben wir jetzt komplett Steinboden. Mann, das war echt eine heftige Arbeit, sage ich euch. Jede Steinplatte 6 Stein. Und bei dem Geländeabtragen fällt fast gar kein Stein ab. Also das verstehe ich sowieso nicht. Finde ich viel zu wenig. Deswegen bin ich hier drumherum die ganzen Steinbrocken abklopfen gewesen. Und ja, jetzt haben wir das so. Ich muss sagen, mir gefällt das um einiges besser. Einerseits haben wir jetzt geraden Boden, auch wenn mich das vorher nicht so stark gestört hat, aber es sieht einfach irgendwie schon mal noch ein bisschen fortschrittlicher aus, als einfach nur diese Erde hier rumliegen. Und ja, deswegen haben wir das jetzt so. Ein paar Sachen sind leider kaputt gegangen. Das Ding musste ich neu aufbauen, weil ich musste den Boden wegnehmen und dann war die Statik in der Arsch und alles ist zusammengefallen. Und auch leider unsere Kochstelle hier drüben. Die müssen wir auch mal wieder bauen. Ansonsten soweit eigentlich fast fertig. Gibt mal noch ein paar kleine Stellen hier drüben. Und generell hier hinten noch nicht komplett, aber das mache ich alles noch. Hab halt endlich mal wieder Zeit gefunden, um nebenbei ein bisschen was zu erledigen, weil ganz ehrlich, das waren hier 5-6 Stunden vielleicht an Arbeit und das hätte sich keiner angucken wollen. Hier 15 bis 20 Folgen lang einfach nur Steinabbau. Aber ich werde es in nächster Zeit jetzt mal wieder ein bisschen öfter schaffen, nebenbei auch was zu machen, dass wir mit der Basis hier vorankommen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir heute doch noch nicht zum Knochenwanz machen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich weiß, seit, keine Ahnung, 3 oder 4 Folgen sage ich, wir machen dahin. Aber es ist etwas ein bisschen dringlicher. Und zwar müssen wir hier den Schutzwall ordentlich hinkriegen. Denn wie es immer so ist, sobald ich nicht aufnehme, kommen hier Überfälle. Es kam einmal Trolle, die sind aber zum Glück relativ schnell wieder gegangen, haben auch nicht groß was kaputt gemacht. Aber es kam leider auch einmal wieder der faulige Geruch von Sumpf. Und ja, das passiert dann natürlich immer, wenn man hier gerade am Abbauen ist, absolut null Ausdauer hat, keine Pfeile einstecken. Und ja, was soll ich sagen, ich bin wieder gestorben. Denn es kamen, weiß ich nicht, 2 Skelette, glaube ich, mit Pfeil und Bogen und 3 Troggers und 2 davon mit Pfeil und Bogen und einer mit Nahkampf. Und ja, nach den ersten 10 Sekunden war die Ausdauer so hin, dass ich Schaden bekommen habe und ich hatte keine Chance mehr. Das Doofe ist, die kommen alle hier dran vorbeigerannt. Und deswegen würde ich mich ganz gerne in der Folge jetzt hier nochmal drum kümmern und dann machen wir, sobald das fertig ist, definitiv zum Knochenwanst. Was ich gesehen habe, ist, dass hier so Holz und Harz liegt. Das heißt, hier sind irgendwie auf jeden Fall Gräulinge gestorben. Weiß nicht, ob die hier hoch wollten oder ob die ertrunken sind oder keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall ganz gerne machen würde, wäre, dass wir den Steinboden fortführen. So bis hier vor, dass wir dann auch die beiden Dinge als Steinboden hier machen, dass das alles ein bisschen professioneller aussieht. Ja, und wir dann einfach hier wie so eine Uferbegrenzung machen, also so eine Erhöhung, dass es wirklich mit Steinboden einfach hier lang geht, sodass man auch lang laufen kann, vielleicht mit einem Geländer dran oder so. Und dann müssten wir eigentlich idealerweise entweder unseren Zaun hier bis hier ranziehen. Also, dass der wirklich bis genau hier so an die Ecke dann dran geht. Weil hier kommen die Gegner, glaube ich, nicht hoch. Notfalls machen wir das noch ein bisschen steiler, dass wir halt wirklich einmal kompletten Zaun drumherum haben, weil es hat absolut nichts gebracht. Die Troggers sind alle hier drüben lang gelaufen. Kamen dann hier, ich glaube, über den Stein oder hier dazwischen oder hier drüben. Auf jeden Fall hier kamen sie einfach rein und haben mich wieder komplett kaputt gemacht und dann kriegt natürlich auch der komplette Zaun so absolut gar nichts. Deswegen müssen wir uns da jetzt mal drum kümmern. Ich würde das jetzt erstmal provisorisch machen und den Zaun einfach einmal hier drum herum ziehen. Bis da hinten dran. Ein bisschen Holz müssten wir noch haben. Dass das erstmal sicher ist mit diesem ganzen Ufer und was ich gerade erklärt habe mit den, ja, mit diesem Steinweg, den ich hier ganz gerne einfach als, ja, als Umrandung hätte. Das mache ich vielleicht mal nebenbei, weil das dauert jetzt zu lange. Wir haben auch kaum noch Stein. Da hinten liegen noch 50 Stück, aber eine so eine Steinplatte kostet 6 Steine, da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das hier alles gekostet hat. Das Einzige, bei dem ich mir nicht mehr ganz sicher bin jetzt, ist der Fußboden hier drin.
Jetzt unterscheidet er sich leider nicht mehr von draußen. Vielleicht machen wir da doch wieder Holz draus, aber das steht erstmal ganz weit hinten auf der Prioritätsliste. So, dann genug gequatscht. Wir machen hier Palisaden ran. Jetzt ist die Frage, ziehen wir die einfach hier weiter? Eigentlich schon, ne? Weil ob wir die jetzt... Wir müssen ja nicht unnötig viel verschwenden. Kriege ich das Ding irgendwie hier rangesetzt? So vielleicht? Es ist irgendwie ein bisschen mager. Mach mal so, dann dürfen die ja trotzdem nicht durchkommen. Dass wir das jetzt einfach erstmal hier rüberziehen, dann können wir die Möhrchen noch abernten. Und machen uns ein paar leckere Süppchen und dann sollten wir ja nächste Folge dann hoffentlich bereit sein, endlich mal zum Knochenwanz zu machen. Tut mir leid, dass sich so lange hingezogen hat. Ich habe einfach tierischst Angst davor. Nee, aber es ist halt doof, jetzt sind wir halt wieder gestorben und die ganze Spitzhackenfähigkeit war schon so schön ausgebildet. Es ging alles, naja, ratzfatz trotzdem nicht, aber es ging zumindest voran. Und jetzt ist halt gleich wieder von allem 10% verloren. Das ist einfach verdammt ärgerlich. So, also wir ziehen das hier drüben dran. Eigentlich müssen wir ja gar nicht komplett an die Ecke. Können wir uns ein bisschen was sparen. Rein theoretisch, genau, müssten wir einfach nur diesen machen. Dann dürften die ja jetzt nicht mehr drüber kommen. Dann müssen wir hier mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was rausnehmen, dass das steiler wird. Nicht, dass die dann einfach hier hoch... Achso, dann komme ich aber selber auch nicht mehr raus. Na gut, ich kann ins Boot springen. Sollte schon passen. Wir haben schon wieder Hunger. Ah, ich habe verdammt viel Essen verbraucht die ganze Zeit. Die ganzen Stunden das Abbauen. Man möchte es ja auch immer mit voller Ausdauer machen. So, komme ich jetzt noch hier hoch? Also ich komme nicht mehr hoch. Nur mit Springen. Ich hoffe doch mal, dass die NPCs nicht so schlau sind. Hier haben wir prinzipiell das. Das müsste halt eigentlich auch so passen, aber wenn wir einmal dabei sind, was soll's. Wir machen hier komplett zu. So. Dann sind wir doch eigentlich soweit erstmal sicher, oder? Was haben denn die Dinger hier gekostet? Kernholz? Ich will das jetzt halt wirklich erstmal fertig haben, weil ganz ehrlich, das bringt alles nichts, wenn wir hier andauernd überfallen werden. Und irgendwie auch immer nur, wenn ich alleine spiele, also ohne Aufnahme. Das ist Edelholz. 5 Kernholz haben wir noch. War es das wirklich schon? Ne, kernholztechnisch sieht es irgendwie ganz schön mager aus. Das heißt, das müssen wir erstmal so lassen. Dann würde ich sagen, wir bauen fix unsere Feuerstätte wieder auf, weil wir müssen auch dringend Fleisch braten, weil ich habe alles Fleisch verspeist. Dann holen wir uns die Mörlis. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge zum Knochenwanst. Das eine Ding hier ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Moment. Einmal weg mit dir. Das sieht doch so schon besser aus. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint zum Fußboden, aber ich finde das so mega geil. Einerseits sieht es besser aus, andererseits macht es uns das mit dem Bauen auch alles einfacher, weil halt wirklich alles gerade ist. Das heißt, wir haben nicht wieder irgendwo, wo so ein halber Stummel noch mit runter muss, weil es irgendwie nicht passt, weil die andere Seite höher ist. Deswegen ist zwar viel Arbeit, aber ich würde das mit den Steinplatten schon noch so fortsetzen, dass das hier dann einmal komplett alles Steinplatten sind. Dann können wir nämlich auch unseren Wall erweitern und bauen uns hier noch ein schön großes Haupthaus hin. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Wahnsinn. Das hier muss alles noch eine Etage tiefer. Aber was das hier für ein Höhenunterschied ist, hätte ich im Leben nicht gedacht, ne? Es sah eigentlich alles so gerade aus, aber wir haben eine relativ tiefe Stelle hier vorne, weil wir halt am Wasser sind. Uns ausgesucht fürs Häuschen. Und deswegen passiert dann halt mal sowas. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem verdammt viel Spaß gemacht, weil man einfach danach auch sieht, was man gemacht hat. Und gerade hier so eine riesen Terraforming-Aktion ist schon irgendwie auch was Geiles. So, nicht mehr lange quatschen. Wir wollten weitermachen und zwar wollten wir unsere Futterstation hier wieder hinbauen. Jetzt habe ich absolut keine Ahnung, wie groß die war. Aber cool, die Dinger snappen ja hier sogar an den Dingern ein, an den Ecken. Das heißt, man kann ja hier sogar relativ cool abschätzen, wo die hin müssen, weil das ist auch wieder ein Vorteil.
im Vergleich zum Erdboden. Kriege ich den hier oben drauf gesetzt? Ja. So, ich glaube, wir hatten zwei in der Höhe. Sind jetzt im gleichen Winkel? Ja, ne? Glaub schon. Und dann hatten wir ja irgendwie ein Dach drauf gezimmert. Fragt mich erstmal nicht, wie. Ich mache jetzt erstmal hier ein Grundgerüst. Hoffe mal, ja, ich glaube fast, wir sind zu nah am... Oh ne, das geht gar nicht auf. Ist der falsche. Kommando zurück. Okay, ach ja, stimmt, der kommt hier drüben raus. Das heißt, wir müssen... Also kommt der... Oh nein, jetzt habe ich unseren Wall eingerissen. Das heißt, der hier kommt... Da kommt dann effektiv hier raus, ne? Ja. Das heißt, ich setze den vielleicht einfach ein Stück weiter hinter. Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. War der nicht gerade dort? Aber dann müsste der eigentlich bei dem hier rauskommen. Ich glaube, jetzt passt es. Ja, das sieht gut aus. Hält das noch? Mach mal von der Seite weiter. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir den ganzen Spaß nochmal hier. Kriegen wir noch eins ran? Eins müsste noch, ne? Genau. Und zack. So, und dann haben wir nämlich auch das. Es geht nicht ganz auf mit dem Balken, aber es sieht jetzt zum Glück nicht schlimm aus. Es ist auch ein bisschen größer geworden, aber umso mehr Feuer haben wir. Ich glaube, das können wir so machen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Lagerfeuer. Dann könnten wir die eigentlich auch perfekt... Ah, das lässt sich alles auch viel symmetrischer damit anordnen. Damit wir das immer schön auf die Ecken setzen können. Das hatte ich noch gar nicht bedacht, aber schaut mal, das sieht doch gleich viel, viel geiler aus. Ja, das gefällt mir. So, dann machen wir noch einmal hier Grillstelle. Einmal. Zweimal. Einmal. Und Bauhammer kaputt. Natürlich. Warte mal, Werkbank war hier. Ja. Dann halt nicht. So, dann nehmen wir die. Ja, auch hier ist das zweite Teil weggerissen, was die Werkbank aufgestuft hat. Und die Schmiede musste ich auch komplett neu bauen. Und dass der Steinmetz nur so einen kleinen Radius hat, ist richtig nervig. Ich habe den andauernd abbauen und wieder woanders hinbauen müssen, weil ich einfach nicht weitermachen konnte. Da finde ich, könnte man den Radius etwas erhöhen, auch was die, ja, die Werkstation angeht. So, da eins hin, hier eins hin. Ja. Warum nicht? Hier eins hin, hier eins hin. So, sieht doch cool aus. Dann haben wir jetzt vier Stück davon. Wir basteln hier oben noch schnell ein Dach drauf. Das muss ich mal überlegen, wie hatten wir denn das gemacht? Das war doch auf jeden Fall, es war kein so steiles Dach, oder? Er hat ein 26 Grad Dach genommen, dächtig. Kein Holz mehr. Das ist schlecht. Aber wir haben noch genügend in den Kisten. Hatten wir das so überstehen lassen? Bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, wir hatten ein Flachdach gemacht. Ich muss mir noch mal eine alte Folge anschauen. Ich habe es mir leider wirklich nicht gemerkt. So, gib mir Holz. Hier, das war doch Holz. Nee, Edelholz. Edelholz will ich nicht. Gibt nichts Edles hier, soll eine billige Pommesbude werden. So, jetzt haben wir wieder genug. Da dran, könnte aber sein, dass es abreißt. Das wäre äußerst schlecht, aber ich hoffe nicht. So, einmal das. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Ich meine, früher oder später werden wir sowieso... unsere Wand hier erweitern, dann ist das jetzt nicht so schlimm, dass das so nah dran ist. Ich hoffe nur, ich komme irgendwie wieder raus, ohne zu verbrennen. Kommt schon. Danke. Jetzt habe ich es mir natürlich richtig schön eingebaut hier. Geh da dran. Ich glaube es... Ja! Oder? Irgendwie guckt es hier drüben zu weit rüber. Komme ich hier drauf? Was geht ja richtig los? Das passt alles.
Warum guckt das Dach hier weiter rüber? Irgendwo haben wir einen Fehler drin. Moment. Das erste ist schon ein kleines Stück zu weit links, ne? Ah. Ich gehe mal kurz hier raus und baue uns mal eine Treppe oder eine Leiter. Ist mir sonst echt etwas zu krampfig. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn der Fehler? Irgendwie verschiebt sich alles so ein kleines Stück rüber. Aber hier drüben haben wir es ja auch hingekriegt. Ich glaube, der erste saß schon falsch. Strohdach? Komm, geh weg. Jetzt haben wir ja genau denselben Spaß wieder. Ach, verdammt. Das Falsche eingerissen. Irgendwie kommt das hier wieder aufs selber raus. Gut, lassen wir erstmal so, kümmere ich mich später drum. Ist was mit den Balken zu tun, weil der eine ja hier nur so halb drauf ist? Egal, ich kümmere mich später drum, müssen wir uns jetzt hier nicht unnötig die Zeit mit verschwenden. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, das ist dann aber... Ach, Mist. Es ist gar nicht eins entfernt. Natürlich ein bisschen doof. Warum kriege ich denn jetzt Rauchvergiftung? Naja. Das ist natürlich schade. Die Steinplatten sind größer als so eine Holzplatte. Zumindest in der Reihenfolge. Wenn man für so macht, würde es gehen. Das sieht natürlich dann von unten irgendwie verdammt kacke aus. Aber so haben wir vielleicht gleich ein bisschen Rauchabzug mit drin. Das geht halt am Ende wieder nicht auf, aber effektiv von hier sehen wir es nicht. Ah, irgendwie nicht so geil, ne? Was dann hier so rausguckt. Wir haben doch auch diese kleinen hier. Kriege ich die irgendwie so verteilt, dass das abschließt? Ja, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Hauptsache, die steht und wir können wieder grillen, weil das wird allerhöchste Eisenbahn. So, ist jetzt nicht perfekt. Da oben liegt noch ein bisschen Holz, das hätte ich ganz gerne noch. Und ja, tatsächlich kommt jetzt immer eine Meldung, dass die Welt speichert. So, von oben sieht es eigentlich relativ cool aus. Zumindest haben wir so einen kleinen Rauchabzug. Aber könnte natürlich problematisch werden, wenn es regnet. Das müssen wir uns früher oder später mal noch angucken. Ob dann das Feuer ausgeht oder nicht. Ja, haben wir jetzt halt eine Vierer-Kochstelle. Ist ein Stückchen größer geworden, das passt schon. Und die steht zumindest erstmal wieder dort. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hatten mal mehr Möhrchen. Entweder werden die wirklich irgendwann schlecht. Oder beim Sumpfangriff haben sie sich hier welche rausgeklaut. Hier liegen auch Knochenfragmente drin. Also es waren aber definitiv meiner Meinung nach mehr. Na gut, wir nehmen die Möhrchen jetzt erstmal raus. Ihr könnt gleich mal noch neue sehen. Hier würde ich mal überlegen, dass wir eventuell ein Hochbeet draus machen. Ich finde jetzt einfach diese Holzkonstruktion hier auf den Stein sieht irgendwie nicht mehr so geil aus. Wenn wir eventuell mit unserem Steinzeug, dann können wir hier, wo haben wir es denn? Das ein bisschen hoch. Gab es das nicht noch ein halb hoch? Ah, so vielleicht. Und damit erstmal eine Umrandung bauen und dann nochmal Holz obendrauf. Also ein bisschen Hochbeet haben. Und das eventuell auch noch vergrößern auf die Fläche von hier. Dann könnte ich mir das eigentlich soweit ganz cool vorstellen. Überlege ich mal noch, aber ich denke, sowas in der Richtung könnten wir tun. So, jetzt machen wir das Tor erstmal zu. Wir haben genug Möhrlis, dann machen wir jetzt schnell nochmal in die alte Base. Ach so, und die Portale da hinten, die hat es auch weggerissen. Die müssen wir auch mal wieder bauen. Oh, das hat es, glaube ich, auch weggerissen. Habe ich wohl neu gebaut. Da müssen wir nochmal fix die Basis. So, dann machen wir jetzt noch ganz schnell rüber. Kochen uns lecker Süppchen. Und dann sind wir bereit, in der nächsten Folge endlich zum Knochenwanz zu machen. Es gab auch irgendwie ein Update, bei dem auch der Knochenwanz betroffen ist. Ich habe aber noch nicht genau gelesen, was passiert ist. Werde ich jetzt hier aber nach der Folge mal tun. Und dann kann ich euch in der nächsten Folge Bescheid geben. So, Karottensuppe. Wir brauchen noch Pilzis. Pilze? Ah, wir haben keine Pilze hier. Wie sollte es anders sein? Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich koche
noch fix außerhalb vom Video hier ein paar Süppchen und dann kann es nächste Folge losgehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.